Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den September 2017. Ich bin Antonia Langsdorf, eure Astrologin, und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch natürlich gern zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr 15 Minuten Beratung bei mir auch gewinnen, wenn ihr mir einen netten Kommentar postet und meinen Kanal abonniert. Wie das geht, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Der Monat fängt vielleicht ein bisschen verhalten an für euch, wird dann aber immer besser. Eure Kreativität und auch eure Lust an erotischen Experimenten sind angeregt. Für Stiere in fester Beziehung steht vielleicht ein bisschen Beziehungsarbeit an. Es kann sein, dass sich euer Partner etwas ausgeschlossen fühlt, weil ihr so beschäftigt seid mit euren vielen Kreativprojekten oder auch einfach mit der Familie und eurem Zuhause. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Das sind die Aspekte, die langfristig auf euch einwirken. Und da habt ihr eigentlich nur zwei Aspekte und die sind auch noch gut. Das ist einmal der Aspekt zu Neptun, ein sogenanntes Sextil, schöner Aspekt zur Stiersonne, steht harmonisch zu euch und Neptun ist ja der Romantikplanet, steht für euch im Haus der Freunde und Freundschaften. Das kann zum Beispiel heißen, dass eure Freunde euch um Hilfe bitten. Das ist also häufig ein Thema, ne? Sich helfen, vielleicht auch eine Charity organisieren, so etwas. Das würde euch Spaß machen und auch weiterbringen. Für viele Stiergeborenen steht eben jetzt das Thema, wie kann ich mit dem, was ich mache, auch was Gutes tun im Vordergrund. Ne? Das wäre so eine Geschichte. Und natürlich rein vom Aspekt her begünstigt es natürlich auch romantische Gefühle für diejenigen, die diesen Aspekt auf die Sonne haben. Und das sind die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 4. Mai Geburtstag haben. Aber Achtung, der Neptun steht ja jetzt im Halbquadrat zu Uranus und das bedeutet, dass wenn ihr beim Internetdating jemanden kennenlernt, also grundsätzlich, aber vor allen Dingen beim Internetdating, dass da eher die Gefahr gegeben ist als ohnehin schon, dass man euch vielleicht täuscht oder dass man euch einfach was vormacht, was gar nicht wirklich da ist. Und deswegen wäre hier mein Tipp, wenn ihr da jemand kennenlernt, gleich treffen, gleich gucken, ob die Person euch gefällt und dann aber 3 Monate abwarten, ne? 90-Tage-Regel, ehe ihr euch da näher drauf einlasst. Denn wie oft kriege ich ja in meiner Praxis auch mit, oh, ich habe jemanden kennengelernt, ich bin so verliebt. Ja, wie lange denn? Ja, seit 4 Wochen, ne? Und dann nach 2, 3 Monaten macht's Puff und dann ist die Sache vorbei. Deswegen, das wäre doch schade. Und gerade eben auch für Stiergeborene, die wissen ja ganz genau, wenn sie sich auf was einlassen, dann ist es meistens auch für länger und dann tut das eben weh, wenn man da sich umsonst reingehängt hat. Aber grundsätzlich ist der Neptun-Aspekt schon schön für euch. So, und dann habt ihr noch einen Trigon-Aspekt, also einen großen harmonischen Aspekt zum Macht- und Krisenplaneten Pluto, der steht hier für euch im 9. Sonnenhaus im Steinbock. Und da er nun zu euch einen harmonischen Aspekt bildet, könnt ihr davon ausgehen, dass wahrscheinlich ihr Leute trefft, wenn nicht schon geschehen, die sehr einflussreich sind und dass daraus sich Beziehungen ergeben können, die euch weiterbringen und die aber auch lebensverändernd wirken. Und deswegen, wenn ihr spürt, dass so jemand in euer Leben tritt, könnte jetzt zum Beispiel auch ein Steinbock sein, weil die haben ja den Pluto in ihrem Zeichen stehen, oder ein Skorpion, die vertreten ja diese Energie auch, dann achtet darauf, dass die Beteiligten auch wirklich das Gleiche wollen. Ja? Weil dieser plutonische Typ hat oft noch eine geheime Agenda im Hintergrund oder rückt vielleicht nicht gleich raus, was eigentlich seine Absichten sind. Und wenn man das klärt, das ist auch gerade diesen Monat so wichtig, kommen wir gleich noch zu, dann kann sich daraus eben wirklich auch eine super Beziehung entwickeln. Ich kenne eine Stierfrau, die hat so eine Beziehung angefangen, wo sich dann eben lauter tolle Möglichkeiten ergeben haben, auch für ihre Tochter, die dann daraus wieder entstanden sind. Das war am Anfang nicht ganz einfach für die beiden, aber die haben dann jetzt den Weg gefunden, den sie zusammengehen wollen. Das ist in dem Fall das zwei Geschäftsfrauen, hat also noch nicht mal was mit Liebe zu tun. Das heißt, das sind Kontakte, die können euch eben auch beruflich weiterbringen, aber natürlich auch persönlich. Nur ihr müsst genau wissen, was ihr wollt und was die andere Person will.
Damit zu euren aktuellen Konstellationen im September. Und die sehen ziemlich gut aus. Es geht los mit dem 1. September. Da haben wir natürlich das Trigon zur Sonne. Die steht für euch in der Jungfrau im 5. Haus der Lebensfreude. Also, und das ist jetzt eine längere Phase. Fängt an mit der Sonne in der Jungfrau. Später kommen noch Venus, Mars dazu. Und das Ganze läuft bis in den Oktober rein, wo das Thema Lebensfreude und Kreativität super groß geschrieben ist für euch, ne? Und auch Kreativprojekte und Dinge, die euch wichtig sind, Herzensprojekte und so weiter. Das ist alles sehr, sehr schön beschienen von den Planeten. Und die Sonne steht jetzt noch in der ersten Dekade für euch, ne? Dann habt ihr allerdings hier die ganzen Löwe-Planeten im Quadrat zu eurer Sonne. Da wäre der Merkur, der ist ja noch rückläufig, steht im Quadrat für die dritte Dekade und der Mars ebenfalls und auch der Mondknoten steht für euch im 4. Haus und die Venus auch, die steht auch im Löwen, aber die steht in der ersten Dekade. Was heißt das nun? Grundsätzlich ist das relativ positiv, würde ich denken, einfach weil die Planeten bei euch im Haus der Familie stehen und ihr seid nun mal Familienmenschen. Und das bringt also ganz viel Energie da rein und viele Stiergeborene haben eben jetzt auch viel zu tun mit Themen rund um ihr Haus und ihre Familie und ihre Heimat. Es hat auch was damit zu tun, dass der aufsteigende Mondknoten dort auch steht, in dem 4. Sonnenhaus. Also Themen, die mit eurer Behausung und euren Wurzeln zu tun haben, sind dadurch stark betont und eben jetzt Anfang September dann auch durch die aktuellen Planeten. Und die Venus ist ja eure Herrscherin. Was die macht, ist für euch super wichtig. Deswegen denke ich, dass im September anfangs auch noch Familienereignisse anstehen und vielleicht auch eine Verschönerung eures Heims oder ein Umbau oder eine Neueinrichtung, solche Sachen. Genau, dann am 3. September, da haben wir ja dann diese Konstellation, dass Merkur und Mars eine Konjunktion eingehen. Da muss man aufpassen, was man sagt. Da kann es zum Beispiel zu einem Familienkonflikt kommen. Und das wird besonders die dritte Dekade merken. Gleichzeitig beginnt das schöne Trigon zur Sonne den Eintritt und verwöhnt dann die Stiergeborenen der zweiten Dekade. Dann haben wir am 4. September den Eintritt der Venus in die zweite Dekade. Ist für euch eben auch wichtig, dass dann die zweite Dekade diesen Aspekt empfängt. Und dann geht es auch schon weiter am 5. September, sehr wichtig für euch, da geht der Mars ins Zeichen Jungfrau und damit auch für euch ins Haus der Lebensfreude. Und weil der Mars ja auch für Sexualität steht, denke ich, dass dann eben auch ihr mehr und mehr Lust habt, falls da vielleicht in letzter Zeit nicht so viel gelaufen ist, weil ihr mit anderen Sachen beschäftigt wart, aber da habt ihr dann mehr Lust, da auch mal wieder euch zwischen den Laken zu tummeln. Und das bringt natürlich auch viel Schwung für diejenigen von euch, die sportlich tätig sind. Also ist eine super, super schöne Zeit, wenn der Mars einfach im Trigon zur Sonne steht. Das macht vital und kräftigt. Und dann haben wir eine interessante Konstellation auch in diesen Tagen. Die Sonne, die ja eben bei euch in 5 steht, bildet eine Spannung zu Neptun in eurem 11. Haus. Da kann es also zu Tagträumereien kommen und zu Unklarheiten. Vielleicht ist das auch eine heimliche Affäre. Und weil es was mit dem Freundeskreis zu tun hat, könnte es natürlich auch eine Geschichte sein, die jemanden betrifft, mit dem ihr befreundet seid. Das Ganze geht dann über in den Vollmond. Der ist am Mittwochmorgen am 6. September um 9.02 Uhr ebenfalls auf dieser Achse. Und da verbindet sich dann eben der Mond hier mit dem Neptun. Und da waren ja meine Themen Romantik, Täuschung, Mehrfachbeziehungen. Ja? Und weil es für euch im Haus der Freunde ist, habt ihr vielleicht Lust, das Konzept Friends with Benefits auszuprobieren. Ne? Dass man also einfach sagt, ich habe zwar vielleicht gerade keinen Lover, aber ich könnte ja mal mit einem guten Freund in die Kiste steigen. Ihr seid da recht experimentierfreudig. Aber auf jeden Fall solltet ihr damit erstmal sehr diskret umgehen, dann wer weiß, was da noch wieder alles dranhängt. Außerdem am 6. auch wird der Merkur wieder direktläufig dann im Zeichen Löwe, das Ganze im Quadrat zur dritten Dekade der Stiersonne. Ist aber gut, denn falls es da einen Konflikt gegeben hat in eurer Familie, lässt sich das dann eben auch wieder klären. Dann habe ich 2 Top-Tage für euch gefunden, am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. September. Das sieht sehr schön aus, besonders am Sonntag. Da haben wir nämlich hier ein großes Trigon mit der Sonne und dem Pluto, beide dann eben ins Zeichen Stier hinein. Das heißt, ihr könnt dann machtvolle Allianzen bilden und Beziehungen eingehen, die euch sowohl bei persönlichen als auch bei beruflichen Projekten weiterhelfen.
Ja. Ihr habt ja die Mondknotenachse jetzt auf 4 und 10. Deswegen redet über eure Projekte auch mit Familienmitgliedern, ne? Weil die Familie kann da eben euch auch sehr wichtige Impulse geben. Und auch eure Freunde. Ihr werdet dann feststellen, dass es Leute gibt, die euch gerne unterstützen. Und das ist besonders schön alles dann am 10., wenn der Mond dann auch noch die Energie im Stier in euer Zeichen reinlenkt. Außerdem am 10. September, auch wichtig für euch, der Merkur geht dann ins Zeichen Jungfrau und auch in euer 5. Haus der Lebensfreude. Ist also auch spannend für alle, die gerne mit Worten arbeiten. Die sind dann sehr fantasievoll und kreativ. Und das Ganze in der ersten Dekade. Dann haben wir am 12. einen Dekadenwechsel. Da geht nämlich dann die Venus, die ja weiterhin zu euch in Spannung im Löwen steht, in die dritte Dekade. Und am 13. September beginnt dann die Sonne in der Jungfrau im 5. Haus, die dritte Dekade, und verwöhnt dann die Stiere der dritten Dekade. Dann der 13. bis 19., das ist dann die superschöne Flirtphase, wo die Venus halt super schöne Aspekte bildet mit Saturn, mit Jupiter und zum Schluss auch mit Uranus vor allem, aber verbindet sie sich am 14. mit dem aufsteigenden Mondknoten. Und vor allem eure bestehenden und verbindlichen Beziehungen können von diesen schönen Konstellationen profitieren, weil nämlich die Planeten, also hier Saturn habt ihr ja im 8. Haus Partnerschaft und dann hier eben Venus, Mondknoten in 4, also euer Familienleben blüht dann auf. Und für alle, die sich für vorherige Leben interessieren, könnte das auch eine tolle Zeitqualität sein, um sich damit zu beschäftigen. Ja? Wer war ich? Oder vielleicht eben auch, dass ihr jemanden trefft, der für euch sich wie Familie anfühlt. Stiere, die eine heimliche Affäre am Laufen haben müssen, allerdings aufpassen, denn wir haben dann hier ja die Sonne und die bildet hier ein Quadrat zu Saturn und Lilith. Und da kann wirklich was auffliegen, gerade auch Lilith ist gerne ein Faktor dafür, dass man ungeduldig wird, dass man die Wahrheit sagen will, weil man es nicht mehr verheimlichen kann. Und da wäre dann der feste Partner aber sehr aufgebracht. Also da, bevor ihr jetzt was rausposaunt, was euch auf dem Herzen liegt, denkt darüber nach in Ruhe, also denkt in Ruhe, was könnte das für Konsequenzen haben, und überlegt euch das nochmal ganz genau und überlegt euch vor allen Dingen vorher, was ihr wollt. Ne? Stiere wollen ja immer gern alles behalten. Also wenn sie vielleicht einen Lover haben und noch einen Ehemann, dann wollen sie natürlich beide behalten, aber das lässt sich in der Realität meistens nur sehr schwer umsetzen. Und bevor ihr jetzt was sagt, was ihr bereuen würdet, würde ich erstmal stillschweigen und nachdenken. Dann habe ich einen Top-Tag gefunden für feste Beziehungen. Das wäre nämlich dann Samstag, der 16. Und da rückt die Familie zusammen und man kommt ins Gespräch. Und da ist eben dann auch Beziehungsarbeit möglich, weil wir dann hier Venus-Mondknoten im schönen Aspekt zu Saturn im 8. Haus der festen Beziehung haben. Und das Ganze in Verbindung zu Jupiter, der ins 6. Haus der Arbeit zeigt. Ja, also Beziehungsarbeit mit dem festen Partner könnte passen. Am 19. September beginnt dann der Merkur in der Jungfrau den Durchgang durch die zweite Dekade. Das heißt, dann kriegt die zweite Dekade der Stiere dieses schöne Trigon. Und am 20. haben wir dann den Neumond in der Jungfrau. Und das ist super für Stiergeborene, die kreativ sind, weil das alles bei euch im Haus der Kreativität stattfindet. Und für diejenigen, die ihre Kreativität, ihre Ideen auch in ihr Business einfließen lassen. Ja? Denn dieser Neumond, da geht es ja darum, sich zu organisieren. Das heißt, ihr könnt euch da jetzt super organisieren und es macht auch noch Spaß. Und es ist eine gute Zeit, falls ihr eine heikle Liebesangelegenheit am Laufen habt, euch ein Coaching oder eine Beratung zu holen. Natürlich sehr gerne bei mir. Und am 20. September, das ist auch sehr wichtig für euch, tritt dann auch die Venus ins Zeichen Jungfrau ein und damit auch in euer 5. Haus. Das ist eine sehr angenehme und liebevolle Konstellation für euch. Und zunächst mal profitiert davon die erste Dekade des Zeichens Stier. Dann haben wir vom 20. bis 22. zwei Konstellationen, die auch für euch super spannend sind, denn der Merkur wird hier erst eine Fantasiekonstellation zu Neptun bilden. Da ist man also sehr fantasievoll angeregt und sehr verführerisch und anschließend dann
ins Trigon zu Pluto gehen. Beides steht super günstig zur Stiersonne. Da wirkt ihr also sehr verführerisch und überzeugend und das könnt ihr sowohl kreativ und erotisch nutzen als auch für euren Beruf, besonders wenn ihr dort auch kreativ sein könnt. Dann auch am 22. September um 22.02 Uhr tritt die Sonne ins Zeichen Waage ein. Und das ist dann auch die Tag- und Nachtgleiche. Tag und Nacht sind gleich lang und das ist der Herbstanfang. Die Sonne steht dann für euch im sechsten Sonnenhaus und bringt viel Energie in euer Arbeitsumfeld und ist auch gut für Gesundheitsthemen. Und außerdem ist das überhaupt auch gut für euch, weil auch in der Waage die Venus regiert. Ihr seid ein Venuszeichen, die Waage ist ein Venuszeichen, die Waage ist dann betont. Also ist das auch wieder gut für Beziehungen. Und außerdem geht dann das Mars-Trigon in der Jungfrau für euch in die zweite Dekade. Dann haben wir vom 22. bis 30. September ja die Phase der erotischen Spannungen. Das sind diese Oppositionen von Mars, erst Mars hier und dann die Venus zu Neptun. Das ist halt sehr verführerisch. Und außerdem wird die Venus langsam wieder heißer, weil sie sich hier eben auf den Mars zubewegt. Und während dieser Phase wird Pluto wieder direktläufig. Das ist am 29. Und da spürt man dann eine sexuelle Spannung und auch ein Interesse an Drama und Schmerz. Also so ein bisschen, wie kann man bis an die Schmerzgrenze gehen? Und für euch ist das sehr spannend, denn die Planeten stehen alle in Harmonie zur Stiersonne. Also sowohl Pluto als auch hier Venus und Mars, das ist eine super Konstellation für euch. Und das dürfte bei euch eben sowohl eure Kreativität anregen, als auch eure Lust auf Sex beflügeln. Schwierig ist die Stellung von Saturn, denn sie zeigt an, dass es da vielleicht einen festen Partner gibt, der sich ausgeschlossen fühlt. Ja, da herrscht dann eventuell Klärungsbedarf und das solltet ihr dann auch ernst nehmen. In dieser Phase habe ich zwei Top-Tage für euch gefunden. Das ist der 23. und Samstag der 23. und Sonntag der 24. September. Da sind romantische Begegnungen möglich. Da haben wir den Mond im Partnerhaus und er verbindet sich dann mit Neptun im 11. Haus, auch ein Begegnungshaus. Und außerdem ist das auch toll für Liebesgeflüster. Und am 25. September beginnt dann das Trigon des Merkurs für euch im 5. Haus, die dritte Dekade zu eurer Stiersonne. Und am 29. September geht dann die Venus in die zweite Dekade für euch. Am 30. September schließlich tritt der Merkur in die Waage ein, auch dann in euer sechstes Haus des Alltags und der Gesundheit. Das ist auch eine gute Phase für euch. Ja, das waren also eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch natürlich gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch miteinander. Der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der nächsten kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope so bringen oder was ich besser machen könnte und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch doch nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen an. Alles Gute mit den Sternen!